Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Champions of Regnum. Wir sind hier bei der Arena, müssen ein paar Quests machen. Ich habe jetzt den Barbaren auch wieder ein bisschen weiter gelevelt. Vor allem Eisen und Hickory-Baumstämme gesammelt. Aber jetzt brauche ich noch feindliche Essenz und ja, ich denke, ich werde öfters den Jäger jetzt weitermachen. Einfach Warzone-Schlachten zeigen und einfach ein bisschen, ja, die Gegner anpullen, angreifen mit dem Vipern-Pfeil und, ja, einfach ein bisschen die Mitspieler unterstützen, bis ich dann auch genug stark bin mit dem Jäger. Aber, hauptsächlich werde ich den Barbar einfach off Screen hochleveln und den Bashi auch. Und das geht halt einige Zeit, weil ich wirklich wenig spiele. Wir haben gar keine Quest, okay, aber ich wollte noch kurz schauen, ob hier irgendwo eine Kiste ist. Ein bisschen etwas mitnehmen können. Ist nicht groß hier und es gibt immer genug Kisten eigentlich. Aber weil wenig Spiele hier sind, werden die auch nicht geladen. Also komm, heben wir es auf. Wenn manchmal hier viele Levels sind, dann gibt es immer mega viele Kisten hier. So. Jo. Gestern Abend haben wir eine lange Diskussion gehabt. Ja, was ist jetzt was und was was? Also manche sind halt gegen mich, weil ich natürlich dem Spiel jetzt nicht gerade so viel Tolles sage, wie gut ist. Das hat ja auch einen Grund, weil ich ja auch euch aufmerksam machen will, wie das Spiel halt momentan noch leidet und dass die Entwickler nichts machen, auch bald irgendwann mal offline werden wird, gehen wird, wenn nichts passiert. Es muss unbedingt einen Entwicklerwechsel wiedergeben, aber eben jeder Entwickler, der da irgendwie etwas macht, macht nichts, oder? Wie viele Entwickler hatte Regnum schon? 3 oder 2? Und das ist natürlich nicht so gut. Außerdem habe ich ganz glasklar gesagt, dass ich nicht alle meine. Wenn ein paar gelangweilt sind, weil ich das am Bild sehe, dann müsst ihr euch nicht betroffen fühlen. Es war eigentlich immer wieder einfach der Fall, dass die Leute entweder gedisliked haben oder in der Taverne geschrieben haben, dass ich ja ein so ein böser Mensch bin. Ja, was soll ich sagen? Das Spiel hat 54% bei Metacritic. Schon nicht der Magnet 5, okay. Und das heißt, das Spiel ist mehrheitlich schlecht. Also, ein bisschen besser noch, aber auch, ja, sehr schlecht. Also 46% kann ich nur Gutes sagen. Und das sage ich ab und zu, nur wird das halt auch nicht immer gehört, weil ihr nur den Anfang der Videos manchmal schaut, liebe Regnum-Fans, also wirkliche Hardcore-Regnum-Fans. Ihr seid ja auch nicht besser, also ihr habt ja auch manchmal echt wenig Lust oder fühlt euch einfach ein bisschen im Stich gelassen von den Leuten oder so mitspielen. Es gibt immer wieder Streit, der eigentlich unnötig auch ein bisschen eskaliert, aber das ist nun mal so. Also am besten einfach nicht mehr haten und meinen, ihr müsst es wirklich sein, weil vor allem die Argentinier, die werden ja immer wieder durch Werbung ins Spiel gebracht. Fangen irgendwelchen Charakter an, einen Tag später sehe ich sie nicht mehr. Was haben die mit dem Charakter gemacht? Wieder gelöscht, damit sie wieder anfangen können nach einiger Zeit? Ich weiß es nicht. Aber ich merke einfach diese mega Faulheit, weil das Spiel halt langgezogen ist. Also wirklich auch langweilig ist ein wenig. Und dann auch, dass die Menschen gar nicht wollen, richtig das Spiel zocken. Es ist einfach. Sie wollen online sein, weil sie Kollegen haben oder auf die Warzone manchmal cool ist, aber hauptsächlich einfach offline sind, also AFK sind, nichts machen, im Kreis herumlaufen, damit sie nicht ausgelockt werden. Es ist einfach, ich sage nur das, was ich sehe. Wenn ich euch nicht sehe, müsst ihr euch auch nicht richtig betroffen fühlen. Ihr müsst euch gar nie betroffen fühlen bei mir. Ich sag nur die Allgemeinheit und das ist vielleicht
ein, zwei Prozent oder noch weniger. Also das, was ich sehe, das, was ich erlebe im Let's Play oder während den Pausen, das sage ich. Das ist meine freie Meinungsäußerung und dafür habt ihr eigentlich nichts einzuwenden. Ihr habt euch einfach ja auch ein bisschen zu beherrschen, weil ihr seid Fans. Ihr findet das Spiel gut. Aber ich bin jetzt nicht so ein richtiger Fan. Ich bin ein treuer Fan. Also ich bin ein treuer Spieler, aber kein Fan. Also bei mir gibt es noch die Kritikpunkte. Die werden ja nicht gepatcht. Also einfach, ja, ein bisschen runterkommen, gell? Und lieber Spaß haben. Das hat ja gestern so viel Spaß gemacht und heute Morgen noch. Ihr habt ja sowas von weiblich, sexuell gewirkt. Nein, Scherz. Aber es ist, ja, es ist klar. Die Streitereien, die ziehen sich gegenseitig an. Wenn jemand irgendwie etwas beleidigt, dann muss der andere auch beleidigen. So ist der Mensch. Er will einfach schlecht rüberkommen. Er will es so sein. Er will einfach nicht gut ankommen. Es ist ja langweilig, wenn man gut ankommt. Und ich habe wirklich viele Kollegen. Sie haben gesagt, ich hätte keine Kollegen, keine Frau, nix. Ja, eine Frau habe ich nicht, ne. Aber dafür ganz viele Kollegen. Und das habt ihr vielleicht nicht, wenn ihr nur Regen umzockt. Aber gut, das ist dann wieder Selbstreflexion, Narzissmus und solchen Sachen. Obwohl es ja eigentlich gar nicht sein müsste, aber ihr macht so. Ihr zeigt zu mir diese Anzeichen. Und deshalb fühle ich mich ja auch so, dass ich angesprochen fühle und das sage euch. Ich will ja euch damit nicht verletzen. Wenn ich sage, ihr wirkt narzisstisch oder so, dann müsst ihr nicht denken, ja, okay, ihr seid narzisstisch, sagt Drago. Es ist ja sowieso, ich tue eine bestimmte Gruppe anreden und die nehmen das nicht sind im Kopf, die müssen einfach mal die Klappe halten. Was macht das für einen Sinn, wenn ihr euch beleidigt fühlt, wenn es gar nicht stimmt? Für euch muss es ja nicht stimmen. Und wenn ihr Angst habt, ihr kommt nicht gut rüber. Ihr habt ja noch vielleicht gar nichts Narzisstisches gemacht. Aber viele haben es leider. Also, ich sage jetzt wirklich nicht Namen, aber manche müssen einfach ein bisschen nachdenken, bevor sie irgendwas reden. Weil wir sind auch Menschen, wir haben auch Gefühle. Auch ein Let's Player ist ein Mensch. Er macht einfach Content über das Spiel, aber er muss nicht Content machen über Streitereien. Gut, also, mehr Quests machen. Da vorne links. Ja, jetzt habe ich leider nicht mehr lange Zeit, aber das Video wird trotzdem 30 Minuten gehen können. Und ja, der Beshi tut Content noch haben. Die anderen haben halt nur Leveln und Warzone-Schlachten machen. Und ich finde, also wenn ich die Videos manchmal anschaue, die wo Leveln haben, also wo Questen haben, kommen am besten an. Weil das ist der Content, der eigentlich viel besser sein muss. Sie haben jetzt schon seit 5 Jahren angekündigt, sie wollen die Quests für Level, ab Level 40 oder Level, ab Level 35 einfügen. Sie haben es nie gemacht. Sie sind einfach zu faul, um Quests zu machen. Dabei ist Quests etwas, das am meisten Spaß macht bei der Entwicklung. Aber was machen sie? Ja, eine Insel einfach redesignen kurz. Das ist eine Arbeit von 10 Minuten oder so. So ein paar Türme zu designen. Okay, es ist schon mehr, aber es ist wirklich wenig im Gegensatz zu anderen Sachen. Also zum Beispiel Animationen zu machen, ist viel schwieriger als einen Turm zu machen. Ein kompletter riesengroßer Turm würde einfach sein, als Animationen zu machen. Aber die Leute, die das Spiel einfach schon entwickelt haben oder entwickeln, sind so mega faul, dass wir einfach leiden. Und weil ich ja nicht Fangetue mache, ich muss ja nicht beweisen, dass ich ein Fan bin, sind sich einfach, lassen einfach das zu, sie meckern mich, oder? Und das solltet ihr machen. Wenn euch ein Spiel lieb ist, ihr wirklich Freude am Spiel habt, lasst es doch verbessern. Es macht doch keinen Sinn,
Wenn ihr... Oh, ich muss nicht Kohle hier sein, sondern... Ja, gut. Wegwerfen. Wenn ihr, doch betrübt seid von irgendwie, ja, okay, da gibt's einen Bug. Also, ja, da ist Balancing-Schwierigkeit. Dann diskutiert das mit den Entwicklern, also öffentlich in den Vorschlägen, im Discord. Und nicht irgendwie das einfach wegdenken. Weil ich bin so einer, der nichts wegdenkt. Also gerne einfach auch am Spiel etwas bemängelt. Aber das heißt doch nicht, dass ich das Spiel hasse. Ich liebe es ja immer noch 54% oder sogar noch viel mehr. Aber ja, das muss man doch bereden mit den Leuten. Das ist das Wichtige. Lobs. Ja, das ist toll zu hören. Aber das kümmert einem eigentlich auch nicht so viel. Oder merkt ihr Lobs viel mehr als, ja, kritisieren. Also das ist so etwas, ja, das muss man halt einfach auswägen. Will man jetzt das Spiel verbessern, muss man kritisieren. Will man das Spiel lieben, darf man es nicht kritisieren. Aber so bringt es niemand weiter. Ein Spiel zu lieben bringt wirklich niemanden weiter. Ihr müsst das Spiel auch motivieren, also dass das Spiel weiter ist, dass es euch motiviert. Weil ich sehe es immer wieder, die Leute sind einfach gelangweilt. Und merken es nicht. Sie merken es nicht mal. Sie spielen extra schlecht in der Bose. Ich habe immer wieder Spieler gesehen, die so schlecht gespielt haben, dass ich lachen musste. Und das ist jetzt wirklich nicht auf irgendjemanden bezogen. Das ist im Allgemeinen so. Also vor allem die Argentinier sind so schlecht. Aber, ja, es ist nun mal so, aus Langeweile kommt, ja, diese Bored-Stimme, also diese, ja, ich mache jetzt nicht so viel für das Game oder für die anderen Spiele und so. Dann wird schlecht gespielt und dann wird irgendwie mega Überlegenheit von Syrten vor ein paar, also vor einer Woche, hatte jetzt die gegen jetzt. Es geht einfach ins richtig unbalanciert und dann hat man wieder das Gefühl, das Spiel ist wieder schlecht. Also ihr macht euch gegenseitig eigentlich das Spiel schlecht. Nicht ich bin's. Ich rede ja nicht über ja, Zwangsverhältnisse, die ihr einlegen müsst. Ich tue einfach das Spiel kritisieren ein bisschen. Aber wirklich nur wenig. Momentan war ich ja sowieso beschäftigt mit ein paar Spieler kritisieren, weil sie immer dachten, sie seien die Opfer und alles mögliche von mir. Es ist ja so schlimm, wenn ich ein paar Spieler sage, sie sollen mal ein bisschen vorwärts machen. Sieht es als Motivation, es besser zu machen. Einfach, ja, besser wieder zu spielen. Einfach als coole Motivation. Und es schreiben mich immer wieder viele Leute per Alicius Chat an und so. Und merken dann, ja, ich rede nicht mehr zurück, weil ich wieder in der Warzone bin und so. Macht das am besten einfach per private Nachricht, also einfach / Whisper und dann meinen Namen. Und dann habt ihr's. Und eben in der Freundesliste könnt ihr sehen, mit welchem Charakter ich online bin. Also nur nicht wundern, wenn ich mal nicht zurückschreibe. Ich bin auch manchmal ein bisschen mehr AFK, weil ich gerade Kräfte oder so. Weil es so Ewigkeiten geht. Ja, da hinten ist noch eine Quest. Jetzt dreimal, nein, einmal nach Akersburg noch, okay. Ja. Aber ihr merkt es jetzt gerade in diesem Video, die Quests sind mega langweilig. Die ganze Zeit sind wir jetzt herumgerannt anstelle von Monster besiegen und sonst irgendwas. Ja, jetzt momentan ist halt auch wirklich die, ja, überbringe diese Information-Quest. Und das ist so langweilig. Ich muss halt kritisieren, es ist einfach so. Oder findet ihr das spannend? Sagt mal in den Kommentaren, wieso ihr solche Quests spannend findet. Genau. Einfach mal ein bisschen die Sachen auch mehr zeigen, dass sie gar nicht so langweilig sind. Aber ich bin ja ein Action-Mensch. Ich brauche Action. Es fordert mich mehr. Ich kann damit viel mehr mein Gehirn auch ein bisschen gebrauchen. Weil meistens nach dem Sport habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass ich jetzt unbedingt ausruhen muss.
Ich bin irgendwie extrem aufgeputscht. Also würde ich Drogen nehmen oder so. Und es ist einfach der Sport, der mir in Drogenstand stößt oder so. Und dann möchte ich einfach Action haben, mein Gehirn beanspruchen und das macht Regner nicht. Es macht einfach das Gegenteil. Und dadurch bin ich auch ein bisschen mehr gebohrt. Und dann möchte ich einfach auch von euch sehen, was genau ist denn bei euch so toll? Wieso liebt ihr das Spiel? Warum habt ihr die Freude? Weil ihr eben keinen Sport macht oder ja, nach der Arbeit eh sowieso gelangweilt seid. Genau. Aber mir macht es jetzt nach wirklich vielen Parts und so auch nicht mehr so viel Spaß. Also ich wünsche immer, ich könnte in der Warzone richtig aufräumen, damit ich ein bisschen Spaß habe. Ich bin ja eher der, der gerne ein bisschen siegt. Aber nicht so gerne immer unterpowered ist. Und dann bin ich jetzt auch wirklich auch noch ein bisschen mehr gebohrt. Aber ja, es ist halt einfach so. Das Spiel muss weiterentwickelt werden, damit das Spiel wirklich auch vor allem mich dran halten kann. Aus einem Grund mache ich eigentlich Regnum Let's Plays überhaupt noch. Das ist vor allem auch ein Teil der Community, also ein Teil. Die Nerven sind meistens sehr in der Unterzahl, aber sind halt mega zentral, oder? Aber dann gibt es viele Leute, die schauen meine Let's Plays und Livestreams mega oft, wenn ein Regnum kommt. Also wenn das Regnum-Thema ist vom Video. Und dafür einfach ein mega Dankeschön. Also dass ihr einfach überhaupt mir die Me mega Motivation schenkt. Und zum anderen, ich war schon seit der Klose bei der Tawai. Das ist Fanliebe, also das ist wirkliche Liebe. Nicht Fanliebe, sondern wirkliche Gaming-Liebe, also ich halte an diesem Titel fest und mache nicht alles zu einem Mega-Fan-Aufstand, ja nicht Aufstand, aber Mega-Fan-Getue, oder? Man würde zum Beispiel die Justin Bieber-Fans, die tun für den Justin Bieber alles und so ist es bei Regnum auch manchmal so, die tun alles für Regnum und haten mich dafür. Nur weil ich manchmal auch ein bisschen negativ rede, aber wirklich sehr selten. Und dann wird das natürlich wieder zentral angeklotzt, angesagt. Und da fühle ich mich manchmal echt ein bisschen. Als würde ich ein Schwerverbrecher sein, nur weil ich irgendwas gesagt habe, okay, dieses Element vom Spiel ist nicht so gut. Und ja, es ist wenig los, genau. Es wird angesprochen, ich würde das Spiel extra runter machen, weil nichts los ist. Ich habe an gewissen Zeiten Zeit und wenn dann nichts los ist, dann berede ich das. Aber ich sage nicht, dass nie etwas los ist. Und an den wirklich guten Zeiten, wie zum Beispiel 19 bis 21 Uhr, europäische Zeit, ist wirklich auch manchmal nichts los. Also es ist immer kurz etwas los, dann ist längere Zeit nichts los, dann ist wieder kurz etwas los. Viele Spieler sind einfach immer wieder bored und hauen ab vom Spiel. Mitten in der Schlacht sehen, dass ein paar Icken da sind und hauen ab. Einfach offline. Und das macht einfach keinen Spaß. Setzt es doch ein, dass Regnum einfach an dem leidet, dass die Spieler so frei sich ausloggen können, sich alles gefallen lassen können. Es ist nun mal so. Und das ist wirklich eventuell gar nicht ihr. Also fühlt euch nicht angesprochen. Aber es ist einfach die Allgemeinheit. Wenn ihr nicht damit etwas zu tun habt, fühlt ihr euch nicht angesprochen. Aber ich glaube eher, es ist manchmal auch so, dass es wirklich ihr seid, deshalb den Hate auslässt und deshalb auch ja, auf mich losgeht. Aber ja, seht ihr doch als Bonus, ihr seht Videos von mir, ihr seht, wie ich spiele. Auch wenn es vielleicht nicht so gute Qualität ist, klar, könnt ihr auch viel bessere Qualität machen mit euren Level 60er Charakter. Aber das kommt bei mir auch. Also ich habe im Baba eigentlich, mache ich so viel Fortschritte, dass ich wahrscheinlich in ein paar Tagen oder Wochen dann Level 60 bin. Ohne XP-Scrolls. Das eine habe ich verwendet, aber das hat fast nichts gebracht. Weil ich auch nicht so ein Masochist bin. Und die ganze Zeit von Spielen erledigen lasse. Nur ein paar Erfahrungspunkte zu Ding. Einfach mal ein bisschen realistischer spielen. Als würdet ihr selber im Spiel sein und nicht sterben wollen. Dann gibt es auch viel bessere Fortschlachten und so.
Und ich nehme dieses Overpowered, ja, ich kill mich am nächsten Fort, weil ich ja sowieso wieder auftauche und den Spielern ja nicht so schade, wenn ich gekillt werde. Wir haben Sicherung für 500 Igen, also mehrere immer wieder, am Agersbog-Fort bekämpft. Weil sie immer dachten, sie seien übermächtig, sind ans Fort gestorben, sind wieder aufgespawnt, sind wieder zu uns gekommen, gestorben. Und das hat irgendwie das Gefühl gebracht, dass einfach die Spieler gar nicht mehr realistisch denken, gar nicht mehr Rollenspiel machen. Sie spielen gar nicht mehr Rollenspiel, sie spielen nur noch ein PvP oder RvR-Spiel. Ja, das macht nicht so viel Spaß, immer wieder die Gegner zu killen, die man vorher schon gekillt hat. Aber sie sind selber schuld. Sie lassen sich killen. Gut. Und ich bin ja wirklich nicht der, der killt. Was ich mache, ist Viper Strike einsetzen. Also nicht auf mich losgehen, sondern auf die anderen, die Bösen, die ganz guten Barbaren, die so mega viel Damage machen, oder die Schützen, die so weit schießen können. Geht auf die los, nicht auf mich. Ja. Also es ist eben gar nicht so, wie ihr denkt. Es ist meistens ja eben, man sieht etwas, man muss es diskutieren. Also, ja. Also wenn ihr jetzt etwas Tolles seht, also wenn ich jetzt etwas Tolles sehe im Park, dann muss ich gar nicht so viel darüber reden. Ihr seht's ja. Und ich freue mich ja auch meistens über ein Item, über ein gutes Spiel oder sonst irgendwas. Über ein, oh, da ist er wieder und da. Oh, cool, das Spiel ist mega gut und so. Aber das seht ihr. Was ich manchmal aber rede, ist das, was ihr nicht so sehen könnt, was meine Meinung ist. Und meine Meinung ist meistens positiv. Also, dass ich jetzt wieder Spaß habe beim Leveln. Also ja, eben, weil es ja nur schlechte Quests sind, habe ich jetzt nicht ganz so viel Spaß. Aber wenn ich irgendwas kritisiere, dann finde ich ja Gutes zum Loben. Also es ist jetzt nicht immer, dass ich die ganze Zeit irgendwas kritisiere und anders nicht. Es ist eher so, dass man halt nicht viel zu tun hat und dann eher auf die Kritikpunkte achtet. Aber was ich schon erlebt habe, was für positive Sachen in Regnum, es ist einfach eine mega Geschichte, obwohl das Spiel eigentlich kaum eine Geschichte erzählt, erlebe ich immer wieder eine Geschichte. Weil da ein Spieler dann wieder irgendwie das schafft und dort einen Kollege wieder treffe. Es bringt auch eine Geschichte und deshalb ist Regnum gar nicht langweilig. Aber manchmal eben einfach diese, ja, das Spiel bietet nicht mehr Langeweile hat. Also, für mich gibt es einen Metacritic von 71%, sage ich mal, geschätzt. Aber diese Kritikpunkte könnte man so schnell entfernen. Die Entwickler müssen nur etwas machen oder die Spieler müssen nur ein bisschen talentierter sich zeigen, mehr Action machen, vielleicht auch mich einladen, suchen. Und da kritisiere ich auch das Spiel nicht mehr. Weil Sauerkraut macht das, aber das Sauerkraut-Clan ist einfach nicht gerade so groß, dass sie jetzt immer mich einladen können. Es ist einfach mega geil gewesen, die Barbaren zu killen, die, ja, Orks zu besiegen. Mit dem Barbaren. Nicht mit dem Barbaren. Oh Gott, da habe ich gerade einen Knautsch im Kopf. Also eben. Und achtet einfach auch daran, dass ihr nicht auf Krankheiten losgeht oder so. Weil das war schon ein bisschen peinlich. Weil ich jetzt ein bisschen gesagt habe, wahrscheinlich habe ja Asperger und so, geht jetzt auf Asperger los. Das kann die Krankheit dafür. Vor allem eben, ich habe definitiv wahrscheinlich kein Asperger. Ich bin einfach ein Mensch, der besser aufgewachsen ist. Hat einfach auch aus dem Land geht, wo man Holz gefällt hat. Also mein Opa hat eigentlich die ganze Zeit Holz gefällt, weil er Landwirt, also Forstwirtschaft gemacht hat. Und ich hab mit 5 Jahren die ersten Bäume gefällt. Und ich wusste, wie man Bäume fällt. Andere arbeiten ab 14 Jahren dran. Und wissen nicht, wie ein Baum fallen kann. Und ja, man ist einfach viel erfahrener schon gewesen. Man hat etwas getan, bevor man einen Job gewählt hat. Und war nicht so mega Ding. Unerfahren. Die Erfahrung ist altes unbegrenzt.
Also kann man mit dreijährig schon die ersten Jobs ausüben, wenn man wirklich Spaß hat. Aber dann sagen wieder die Leute, es sei Kinderarbeit, wenn's derjenige, der das ausübt, übt, selber macht, dann ist es doch keine Kinderarbeit. Also, es ist schon Kinderarbeit, aber dann will er es doch so. Auch dann wird wieder der Schutz, der Kinderschutzbehörde angeschaltet und so. Dabei mal wirklich, dass die Behörde das machen, was sie auch wirklich machen müssen, wie zum Beispiel den Leuten wieder einen Job geben, die kiffen oder trinken oder sonst irgendwas. Die brauchen es, nicht kleine Kinder. Also ich sehe immer wieder auf dem Bauernhof Leute, also Kinder, die arbeiten. Das ist ganz normal. Das ist normale Kinderarbeit. Sie wollen es ja. Sie wollen schon Bauer sein. Und ja. Aber wenn Leute gezwungen werden, wenn sie versklavt werden, als Kind, dann ist es etwas anderes. Aber die Menschen haben immer eine Richtung. Sie sehen, oh, da arbeitet ein Kind. Gut, wir kritisieren es. Aber nehmen die anderen Sachen auch noch mit, wie zum Beispiel eben, ja, die machen es ja selbstständig. Und das ist so. Also was ich im Haushalt gearbeitet habe als Kind. Das kommt schon fast einer Sklaverei klar, aber ich habe es freiwillig gemacht. Deshalb ist es keine Sklaverei. Und ja, so Kartoffeln rösten und so Sachen hat mega lange gedauert. Das war scheiße, aber vielleicht bin ich ja deshalb ein bisschen anfälliger auf langweilige Sachen, weil ich das schon alles machen musste früher. Und wenn Leute das mögen, dass sie grinden müssen, dann sollen sie grinden. Aber ich möchte es nicht. Ich möchte nicht, dass Regnum so viel Grinding ist. Ich möchte es einfach nicht. Es ist zu langweilig. Ich kenne es ja schon. Das kennt jeder sofort. Jo, also jetzt haben wir hier Quests fertig hier oben, Anfängergebiet. Jetzt müssen wir nach Hauptstadt. Okay. So, dann haben wir 27, ja. Dann gehe ich hier rüber noch zur Höhle, zur Dracheninstanz. Und sucht dort Magnaniten. Und ja, dann zur Hauptstadt. Und nein, Hauptstadt gehe ich nicht. Ich gehe Reichsquests machen, genau. Und dann zeige ich im nächsten Part dann noch ein paar Quests. Und dann im nächsten Part werde ich ja wieder mit dem Jäger Ding zu ja, Boss und Schlachten machen. Okay. Danke fürs Schauen. Und ja, Dankeschön für die Akzeptanz. Jo. Viel Spaß noch. Tschüss.